Mein Name ist Nelson Flaith und ich bin Center Manager des Allee Center Remscheid. Die Alleestraße als zentrale Achse ist absolut prägend für die Identität der Innenstadt. Unser gemeinsamer Wunsch ist, Lebendigkeit zu schaffen. Potenziale sind da, aber die Zeit läuft und der Strukturwandel ist in vollem Gange. Wir müssen uns gemeinsam professionell mit einer neuen Funktion der Innenstadt auseinandersetzen. Warum besuchen wir die Alleestraße? Wie können wir das Image verbessern? Neue Besuchsanlässe aufbauen? Das ist Erwartung und Grund für mein Engagement in der Immobilien- und Standortgemeinschaft. Heute zu Gast im Stadtpark an der Konzertmuschel der Bundesvorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans. Wie wichtig war es für Sie heute, nicht nur hier, Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie auch in anderen Städten waren, die lokale SPD in der Kommunalwahl hier in NRW zu unterstützen? Ja, lokale Politik ist einfach der Ort, an dem Politik überhaupt bei den Menschen ankommt. Egal, ob wir in Berlin Gesetze machen oder in Düsseldorf. Am Ende stellt sich immer die Frage, was passiert in Remscheid bzw. in anderen Städten. Und da haben Sozialdemokraten gerade hier in den nordrhein-westfälischen Städten viel gezeigt, wie man mit Strukturwandel umgeht, riesige Herausforderungen, aber immer den Menschen im Mittelpunkt gehalten und sich auch um die gekümmert, die bei diesem Wechsel Probleme hatten. Weil wenn uns diese Gesellschaft auseinanderdriftet, dann werden am Ende auch die Wohlhabenderen ihren Wohlstand so nicht halten können. Und da ist Sozialdemokratie, glaube ich, das richtige Angebot, natürlich mit der Aufforderung am 13. September auch dafür zu sorgen, dass die dann die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin stellen. Sven Wolf hatte gerade auf der Bühne gesagt, dass wir im Bergischen ja noch in diesem Strukturwandel drinstecken. Also das, was das Ruhrgebiet schon erlebt hat, das Bergische, vielleicht das Südwestfalen. Wie kann man uns hier in Remscheid oder im Bergischen helfen? Denn ohne Hilfe werden wir es hier nicht schaffen. Also das Erste ist mal, dass die Kommunen für sich genommen handlungsfähiger werden. Das ist ja der Grund, warum wir gesagt haben, die über Jahrzehnte aufgelaufenen Schulden, für die die Kommunen selbst gar nicht verantwortlich sind, sondern die müssen Gesetze umsetzen, die in Berlin oder damals in Bonn gemacht wurden, aber die städtische Kasse plündern, wenn man so will. Und auf der anderen Seite, wenn dann sich Wirtschaft nicht ansiedeln kann in dem Maße, dann fehlen auch noch die Einnahmen. Das kann eine Stadt nicht alleine lösen. Da muss der Bund helfen und diese Last jetzt erstmal von den Schultern nehmen. Das hat Olaf Scholz vorgeschlagen. Das haben CDU und CSU leider nicht mitgemacht. Da arbeiten wir weiter dran. Da müssen wir Druck drauf machen, weil ansonsten alles, was in die Zukunft weist, für gerade die Städte nicht finanzierbar ist, die es am meisten brauchen. Also anständige Schulen, anständige Straßen, Digitalisierung, klimaneutrale Investitionen in der Kommune. Das macht ja am Ende auch die Attraktivität für die Zukunft aus und für Betriebe, die wir ansiedeln wollen. Und dafür müssen wir Grundlagen schaffen. Und dann gibt es aber eine Menge Programme, die in Berlin auch aufgelegt worden sind, die im Prinzip allen zugutekommen und damit natürlich auch den Unternehmen und den Gewerbetreibenden und den Familien beispielsweise in Remscheid. Kommen wir nochmal allgemein zur SPD. Man hatte in den letzten Jahren ein bisschen das Gefühl, dass sich die SPD sich selber so ein bisschen im Weg steht. Und jetzt wieder durch die neue Führung mit Saskia Esken und Ihnen, dass da endlich Ruhe reingekommen ist. Ist das wichtig, dass sich auch die Sozialdemokratie ein bisschen neu erfindet und auch mit der Moderne geht und so auch wieder den Bürger, seine Wählerschaft wieder auch erreicht? Ja, wir waren ja genau vor einem Jahr waren wir ja in diesem Wettbewerb um den Parteivorsitz. Und da war ja unser Argument immer, dass wir gesagt haben, wir müssen mal wieder das, was vor Ort in den Städten an Sozialdemokratie zustande kommt, bündeln und nach Berlin tragen und nicht immer aus Berlin heraus, aus einer großen Koalition heraus, weil da eben vieles nicht geht, sozialdemokratische Politik beschreiben. Weil dann wird sie irgendwann fad. Und ich glaube, uns ist in dem Jahr gelungen, dass wir wirklich zusammen auch mit vielen vor Ort in den Städten und Kreisen das Sozialdemokratische nochmal wieder kerniger zum Ausdruck gebracht haben und gleichzeitig eine ehrliche, gute Zusammenarbeit gefunden haben mit denen, die das in der Regierung durchsetzen und umsetzen müssen, allen voran Olaf Scholz, aber eben auch die anderen sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister, aber eben auch einem Rolf Mützenich, eben auch ein Nordrhein-Westfale, der die Bundestagsfraktion führt.
Und wenn ich jetzt irgendwo ins Land komme, dann stelle ich immer wieder fest, dass den Leuten besonders auffällt, diese Zusammenarbeit, die ist nicht gespielt, die ist ehrlich. Und ich kann denen nur sagen, da habt ihr recht in dieser Wahrnehmung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Norbert Walter Borjans, heute zu Gast bei uns in Remscheid.